So, yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal mein Statement, sozusagen, keine Ahnung. Auf jeden Fall zu COD. Zurzeit ändert sich nämlich wirklich alles einfach. Alles auf meinem Channel, Leute, ihr habt es schon gemerkt, sicher. Wirklich, zurzeit, ich habe einfach keinen Bock mehr auf COD, keine Ahnung. Man kann COD einfach auch nicht mehr zocken. Es ist nicht mehr das, was es mal war. Und die Zeiten ändern sich einfach, Leute. Zurzeit ändert sich einfach mein ganzer Channel auch zu einem ganz anderen. Und zwar mache ich einfach nur noch das, auf was ich Bock habe. Man kann auch COD einfach nicht mehr zocken, weil ihr wisst selber, Leute, es gibt einfach nur noch Abfacke. Man kann es nicht mehr zocken, irgendwie mal eine chillige Runde, keine Ahnung, Herrschaft oder so. Nee, es wird in jeder Lobby rumgeschwitzt oder so. Und ja, zu BO3 wird das Ganze sich auch nicht ändern, weil da wird genauso in jeder Lobby rumgeschwitzt. Und genau, Leute, zurzeit habe ich einfach viel mehr Bock, irgendwie was anderes zu machen. Alles außer Gaming, Leute, wirklich ohne Scheiß. Vlogs sind einfach richtig geil. Sie kommen bei euch auch heftig gut an, muss ich sagen. Und ja, so ein Tag mit mir, das kam richtig gut an, fand ich. Echt danke, Leute. Danke, dass ihr sowas echt so feiert. Hätte ich nicht gedacht. Aber mein richtig fettes Dankeschön. Auf jeden Fall haben wir jetzt ja auch die 400 Abos geknackt. Auch da nochmal ein richtig fettes Dankeschön, Leute. Richtig geil. 400 Abos, Leute. Stellt euch mal 400 Leute auf einem Haufen vor, das ist schon echt viel. Klar, 100.000 ist extrem dann, aber 400 Leute auf einem Haufen, das ist schon echt auch schon heftig. Das ist schon meine halbe Schule, Leute. Wollte ich einfach sagen, zur Zeit kann man COD nicht mehr hochladen. Es kommt auch nicht mehr so gut an wie früher. Es kommen einfach Real-Life-Sachen viel geiler an. Und wenn ich auch einen YouTuber abonniere, Leute. Sorry, aber... Wenn ich einen YouTuber abonniere, Leute, dann abonniere ich den wegen seiner Persönlichkeit und nicht, weil er irgendwie geile Gameplays oder so erstellt. Klar, Visca Barca oder Master Scorpion sind einfach mit Gameplays und Zocken einfach groß geworden, aber ich, keine Ahnung, ich weiß nicht. Am liebsten würde es mich mal interessieren, warum ihr mich abonniert habt, Leute. Schreibt es das in die Kommentare. Und ich abonniere einfach einen YouTuber, weil mir seine Persönlichkeit einfach übelst chillt oder so. Keine Ahnung. Oder weil er einfach geile Videos macht. Ich mag auch COD, Leute. Ich kann es mir auch reinziehen, wenn derjenige es dann richtig geil macht. Geiles Video draus macht und alles. Wirklich, der muss nicht mal gut sein. Das muss einfach unterhalten, das Video. Das ist einfach so, Leute. Und ich würde sagen, das waren perfekte Schlussworte für das Video. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr auch findet, dass COD langsam ausstirbt, sozusagen. Oder ist halt nicht mehr so unterhält wie einfach Real Life irgendwas. Und warum ihr mich abonniert habt, Leute, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, Leute. Haut rein und ciao.